Und da kommt der kleine, große, ein Alleskönner. Hier ist unser Weltspiel. Hier ist Everybody's Darling. Hier ist Bob Sinclair. Er, Siegerhengst, Weltspiel 2008, meine Damen und Herren. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Hier wird jetzt Jill übernehmen. Ja, das ist unser Bob Sinclair. Das ist so mein Schätzchen im Stall, obwohl klein, aber oho. Also wenn der ein paar Zentimeter größer wäre, hätte ich den schon unterm Sattel und würde ihn, glaube ich, schon ja, Richtung Grand Prix reiten. Er bringt einfach unwahrscheinlich Spaß. Ist unglaublich. Meistens fällt es mir ein, ach Mensch, der kann ja mal was Gutes machen, was Spannendes, mal Angst auf der Stelle, sagen wir so salopp, mal so ein bisschen Piaf Passage. Und wirklich jedes Jahr aufs Neue, zwei Tage vorher, probieren wir das mal. Und er macht es einfach. Ja, Johanna, die hat ihn in Exeter geritten, auf der Hengstschau. Und da war sie so am Lachen. Und ich sag, was hast du denn? Ja, der Galopp, der ist so unglaublich toll, sagte sie. Der lässt sich so schön sitzen und reiten und ja, das gibt er auch seinen Kindern mit und ja, er bringt einfach immer Spaß. Dann gibt es noch die kleine Johanna bei uns, das ist die Tochter von Fredde und die hat ihn auch schon geritten und die ist auch ganz happy mit ihm und er ist einfach brav mit den Kindern. Er weiß ganz genau, okay, da sitzt ein Kind drauf, ich bin einfach lieb, ich halte den Kopf hin. Klar, wenn jetzt ein Älterer drauf sitzt und dann mal so ein bisschen was fordern will, dann ist er auch mal lustig, aber immer noch im Maß und ja, er ist eigentlich immer gut drauf. Ja, lass ihn ruhig galoppieren. Einmal durchparieren, so, genau, und einfach galoppieren. Das kann er vertragen. Gut. Gleich werden wir noch einen Fohlen von ihm zeigen. Aus einer großen. Ja, klatschen Sie ruhig. Genau, du machst weiter und ich spreche ein bisschen. Aus einer Großpferdestute, Amazing Star Stute. Und ich bin auch ganz gespannt auf das Fohlen, weil ich es selbst noch nicht gesehen habe. Aber ich bin mir sicher, dass der so aus der Wäsche guckt wie Bob Sinclair selbst. So, dann zeigst du nochmal Schritt. Mal Schritt hat er auch. Genau, nimmst du ein bisschen tiefer vom Hals, genau, dass er sich schön dehnt. Hengstleistungsprüfung hat er auch gemacht. Ich weiß nicht, ob das schon Fredde erzählt hat. Er hat da auch alles mitgemacht, was die großen Ponys in Anführungsstrichen auch laufen. Springen, Dressur, Fremdreiter. Gelände, da hat er wirklich gekämpft. Über die Hecken ist er gesprungen, durchs Wasser galoppiert und hatte einfach Spaß. Bei den Weltspielponys ist es ja meistens so, dass sie nicht unterm Sattel unbedingt dann geritten werden, also gezeigt werden bei der Hengstleistungsprüfung, sondern mehr beim Fahren. Das haben wir jetzt noch nicht getestet, aber Tom Slehmann ist schon immer ganz heiß und sagt, der muss gefahren werden. Das ist so ein Charakterpony. Aber das ist vielleicht im nächsten Jahr werden wir das vielleicht auch noch mal zeigen. So, dann trab mal an. Genau, gehst hier auf den Zirkel. Machst du immer ein bisschen frisch. So, genau. Weiter. Gut. Nimmst gleich mal die Zügel so ein bisschen auf und wirklich leichte Parade. Und hinten anlegen. Genau. Aber geradeaus weiter. Weiter. So. Also Hinterbein hat er auch, sehen Sie ja. Weiter. So. Parieren. So. Und raustraben, klopfen. Immer klopfen, immer positiv raus. Auch wenn man mal ein bisschen hängen bleibt mit der Hand, dass sie nicht Angst haben und denken, sie haben einen Fehler gemacht. So, parierst dann nochmal. Weiter. So. Gerte leicht anlegen. Nur anlegen. So. So. Weiter. So, weiter.
Ja, da kommt so meine Unterrichtsstimme raus. Da brauche ich gar kein Mikro. Da hinten, da steht der Markus Hermes schon, der lächelt auch schon. Ist das einer? Alter. Ich glaube, das ist einer. Alter, Gerte leicht anlegen. So. So, gut, und raus, rein. So, dann galoppieren mal. Mal leichten Sitz, mal richtig knacken lassen. So. Und dann wollen wir ihn verabschieden, den kleinen Großen. Und bedanke mich bei Johanna, dass sie ihn so schön vorgestellt hat. Alter, galoppier mal, lass mal gehen. Gut. Parier's mal durch zum Trab. Ja. Weiter. Ja, das ist ein Rockstar. Das ist Bob Sinclair. I like to move it. Meine Damen und Herren, Johanna, mach's gut. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit.